Willkommen zurück zu einer weiteren hirnvernichtenden Folge Saw the Game. Freut mich, dass du da draußen wieder komplett hirnbreik mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Matschehirne, die das letzte Video mit einer matschigen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Wir schlagen uns hier immer noch durch die Anstalt. Das endlose Spiel mit dem alten Jiggy to the Saw. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung da lassen. Ich weiß, ist super easy. Ich weiß, Freunde. Ich weiß. Es ist super mega leicht. Ein Kinderspiel wie dieses Rätsel hier. Und was habe ich bekommen? Baupläne für die Gasfalle und Ammoniak. Ui. Jiggy. Du verwöhnst mich ja richtig. Gut. Hier sind wir stehen geblieben. Wir haben zwei Lampen. Das bedeutet, wir können da hinten irgendwas zusammenbauen. Licht bitte. Dankeschön. Wie komme ich hier nochmal da oben hin? Wie komme ich nochmal da oben hin? Gab es hier einen Weg? Boah, ich schaff's aber auch wirklich in jede Glasscherbe hineinzutreten. Müssen wir hier durch? Theater, ja doch, wir müssen nochmal hier durch. Theater, Theater. Alles klar, hier leuchtet was. Yep. Dum, dum, dim, dum. Du hast es geschafft. Du bist geil. Überall liegen die Leichen rum. Dass hier aber auch niemand vermisst. Oh, das ist so ein komisches... Okay, ich verstehe. So. Was? 8-3-1. Ey, ich bin so gut, ne? Ich krieg nicht mal mit, wie ich die Rätsel löse. Ich krieg's nicht mal mit. Ich klicke irgendwie was rum und oh ja, gelöst. Was war's jetzt? 8-3-1, ne? Ich klicke da irgendwas rum und bumm, ist das Rätsel gelöst. Okay. Gehen Sie auf die Bühne und retten Sie den guten alten Jeffrey. Okay, Jeff, aber vielleicht will ich dich gar nicht retten. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht hast du den Tod verdient. Immerhin bist du ja keine, der das Leben zu schätzen weiß. Isolating yourself to avoid the stress of reality. You have tried to take your own life on multiple occasions because you cannot endure the mental pain of everyday life. Get me out of here! Now you will have to endure real pain. The game is simple. Detective Tapp must match all the corresponding symbols and you will be released. Match the wrong symbols. And a metal spike will pierce your body. Match too many wrong symbols, and your suffering will end. Oh, Memory. Memory liebe ich. Ein rotes Puzzle. Falsch. Oh, Jeff, tut mir aber leid. Oh, schon wieder falsch. Gott, wie lange hält er das durch? Eine Kamera. Uff. Jeffy Boy! Eieiei! Herz und eine Flinte. So. Das war's. Schon ziemlich asozial. Okay, hier ist ein Herz. Hier ist ein Fotoapparat. Gehen wir mal hier hin. Hier ist ein Hammer und hier drüben ein Fuß. Oh, es tut mir so leid. Hier ist eine Flinte. Ah, das war der Fotoapparat. Hey, das ist nicht so easy. Oh, das passt. Ja,
Wo war das Herz hier, ne? Müsste das nicht auch passen? Ah, oh, das tut gut, ne? Ein Puzzleteil und ein... Und eine Kassette. Die Kassette war hier. Und wieder zurück mit dem Stift. Alles wird gut, Jeffy. Alles wird gut. Oh, da hattest du Glück. Da hattest du richtig Glück. Wo war die Flinte? Irgendwo da oben. Hier? Nee. Dann eins drunter. Oder auch nicht. Hat mir irgendwo Nägel? Eieiei. So, bitteschön. Hier ist die Flinte. Da waren die Patronen. Na, alles wird gut. Alles wird gut. Entspann dich. Eieiei. Und wieder raus, das Ding. Arme Mann. Eigentlich eine der miesesten Fallen, weil selbst wenn du es überlebst, hast du echt fiese Schmerzen danach, ne? Uff. That looked painful. Are you bleeding? What do you care? You gonna ask me what he looks like again? You shit! I don't want you bleeding to death. Yeah, sure. You just want to know his face? Well, I didn't see him this time either, so... Don't worry, Jeff. I got this son of a bitch. I have evidence. We can beat him. Fuck you! I'm not going back out there again. Not for a million bucks. Not for anything. He's crazy. You're on your own. Wie einfach niemand dankbar ist, ne? Niemand ist dankbar, dass ich ihm das Leben rette. Wo kriegt er die Schweine her? Jetzt mal ganz im Ernst. Geht er zu einem Schlachter und sagt, ich brauche 120 Schweinekadaver. Okay, das Schwein kann man leider nicht runterwerfen. Immer noch hier so ein Backstein. Okay, der ist blind. Yo, entspann dich. Leider kann ich nicht durchschlagen. Ja, hier, zack. Kleine, gezielte, schnelle Schläge. Auf die Fresse. This is how we play. Eine Taschenlampe will ich nicht. Farbverdünner, ja, zum Sniffen vielleicht, aber sonst. Wir ballern uns mal hier ein bisschen Drogen in den Hals. Aber auch jedes Mal ballert er sich die Spritze in den Hals rein. Neben sein Hals muss aussehen, ne? Total perforiert. Ohne Taktgefühl kloppt er sich die Scheißspritze da jedes Mal rein. Füße total durch, Hals total durch, Hände total durch, Arm ist eigentlich auch komplett durch. Ach, noch einer von denen. Das muss mies sein. Also ich finde am schlimmsten, wenn du halt wirklich mit Spritzen die Augen ausgestochen bekommst. Alles gut. Ich hab's im Griff. Eieiei. Keep looking. What the hell? He's guilty.
Ich würde gerne mal wissen, was haben die Menschen alle getan? Waren sie einfach nur irgendwie Menschen, die in was reingerutscht sind? Ich finde, Jigsaws Weltbild ist auch sehr, sehr vereinfacht. Klar kann man nicht seine Umstände immer als Ausrede für alles verwenden. You are almost there, Detective. What you have been seeking is in the library. Okay. In meinen Augen ist es halt jemand, der drogensüchtig ist. Nur drogensüchtig. Nicht vielleicht irgendwelche Straftaten, die er begangen hat, um an die Drogen zu kommen oder sonst was. Sondern nur jemand, der drogensüchtig ist. Ist in meinen Augen kein Krimineller. Sondern eher ein Opfer. In meinen Augen ist es jemand, der Hilfe benötigt. Deswegen bin ich auch gegen, also ich bin für die Entkriminalisierung von Drogen. Auch von so harten Sachen wie Heroin zum Beispiel. Diese Menschen dürfen nicht stigmatisiert werden, sondern die brauchen Hilfe. Und sie dürfen auf keinen Fall wie Kriminelle behandelt werden. Weil viele davon sind halt auch keine schlechten Menschen. Sondern einfach nur Opfer einer Droge. Und wie sie da reingerutscht sind, spielt ja auch erstmal überhaupt gar keine Rolle, ja? Wow. Das ist nice, das sieht cool aus. Was ist das hier? Der Klotz. Ich habe gefunden, der Klotz. Okay, Tür ist zu. Ja, auch zu. Moment. Aber... Huh. Hier geht's nirgendwo weiter. Und hier ist alles zu. Es ist nur ein Weg zurück, weil hier geht's ja irgendwann auch mal auf. Ja, ich muss hier zurück. Ich habe ja auch einen Koppler gefunden. Also irgendwas müssen wir wohl aufkoppeln. Nun, wahrscheinlich hier rein. Ne, Moment, hier bin ich hergekommen. So, ich bin hier hergekommen. Hier oben waren wir. Hier drüben ist... absolut nichts. Auch nix. Hier waren wir auch. Da war der Junkie. Da war auch nix. Warte mal, ich muss irgendwie den Strom abstellen, aber... aber wie? Aber wie, Freunde? Wo kann ich hier... wo kann ich hier den Strom abstellen? Ha. Habe ich oben irgendwas übersehen? Es ist halt auch so super dunkel hier an der Stelle. Aber ich denke mal, wir müssen da runterspringen, wo die Fernseher sind. Okay, warte, wir gehen nochmal hoch. Keep looking. Schau dich weiter um. So, jetzt bin ich wieder hier. Na, hier unten war der Dude. Ah! Okay, das kannst du aber auch echt easy übersehen. Wenn es da überhaupt weitergeht. Wenn es da überhaupt weitergeht, das weiß man ja nicht. Ich will irgendwie so ein Frauengestöhn. Wow. Ja. My masked apprentice seeks to surpass me by sabotaging your game. He has the only key to escape my final gauntlet. Use your surroundings to defend yourself. What will you do to live, Detective? Alles. Idiot. Fucking bitch. Who's there?
Wie Tab da eben am Fenster stand und noch voll abgegangen ist. Und nein! Nicht diesen komischen, hässlichen Menschen, den ich nicht mal kenne. Nein! Nicht Jimmy! Jeden, nur nicht Jimmy! Okay, hier sind aber keine Fallen, oder? What the... Puh! Alles klar. Okay, das war ganz cool. Wie der Irre hier durchdreht und durch die Wand kloppen will. Okay, hier ist ein Way. Wow, 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 was? Oh mein Gott. Alter. Tante ist aber ganz schön Taco. Was, ist sie gestunt oder so? Bam. Was? Das ist... What? Was muss ich da machen? Okay, ist hier die Seite oder was? Moment, wie kann ich die Falle? Ist die kann ich nicht aktivieren? Oh mein. Alles klar. Uff, ich habe das gar nicht mehr so böse in Erinnerung gegen die. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Warte, wir spritzen das hier mal ein bisschen hoch. Oh, crap, da steht sie auch schon. Juckt sie null? Alter, wenn die dir einen mitgibt, ne? Bam! Ey, die macht dich mit zwei Schlägen kaputt. Ich hab kein Draht. Komm, 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 komm. Mit Draht. Mit irgendwas. Oh, was haben wir hier draußen noch? Ich brauche irgendwas zum zum Kämpfen. Draht oder so. Ah, geh rein. Was? Was hat er gemacht? Er hat seine Waffe weggelegt. Der Idiot. Moment, ich kann sie nochmal... Komm, bam. Nochmal Draht gefunden. Der Knüppel ist halt voll für die Ritze, ne? Oh nein, ich brauche Shotgun-Muni. Ich dachte, wir hätten noch einen Schuss. Okay, ich will wissen, was da drin ist. Komm! Ja, ich war ein bisschen schneller. Wow. Das ist aber auch voll das Monster ist, ne? Bleib weg. So, ich wette, da drin gibt's was Geiles.
Okay, wo ist die Alte hier drüben? Komm schon! Oh, no! So. Okay, sie ist wieder gestunt. Nichts. Warte mal. Na, sie hat mich schon wieder. Wenn ich noch irgendwo hier bomben? Kann ich hier droppen? Nagel. No! Ah, sie hat mich schon wieder. Jetzt will ich hier eine Bombe auf die Füße legen. Guck mal, die kriegst du ja gar nicht klein. Die hält so viel aus. Irgendeine Waffe oder so wäre ganz nice. Oh, what? Die Bombe hat funktioniert. Haben sie doch irgendwo dahin gedroppt. Lässig. Absolut lässig. Weirder Bossfight, ne? Sehr, sehr weirder Bossfight. You have killed my servant simply to pursue me. A living person. Just as you are. Does this make you a murderer, detective? What will you do to catch me? Let's find out. I am waiting for you in the library. Your final choice lies ahead. Und so beginnt es erneut. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, hier haben wir Gott sei Dank einen Kontrollpunkt und jetzt müssen wir wählen. Wahrheit oder... You are almost there, Detective. This Freiheit. My story ends now. What you have been seeking lies right through this door. I am waiting. Alles klar, ich nehme die Wahrheit. Moment, muss ich noch irgendwas dafür machen? Oh, ich muss erstmal noch hier hin. Ich dachte, wir können schon gehen. Es wird also nochmal richtig theatralisch in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann erleben wir das große, spannende Finale von Saw. Auf Wiedersehen und tschüss!